Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Gerade kam die neue TrendRaider Box an und ich dachte, also ich habe schon reingelugt und die ist wieder so genial. Und das sage ich aber, glaube ich, bei jedem Video, wenn ich die auspacke. Und deswegen wollte ich das gleich mit euch machen. Moment. Ich lege mir das mal einmal so ein bisschen hier breiter. Es gibt auf jeden Fall ein bisschen was zu probieren. Und die TrendRaider Box im Mai heißt Urban Jungle. Also ihr habt halt immer so ein Heftchen dabei, wo auch nochmal alle Produkte drin sind, wo man halt auch nachlesen kann, wo man die bestellen kann, auch nochmal ein paar Hinweise zu den Produkten an sich bekommt. Das finde ich super genial. Da sind so spannende Sachen drin. Okay. Und deswegen wollte ich die auch gleich auspacken, damit ich das einfach dann alles die nächsten Tage schon benutzen kann. Okay. Das da, das da. So, jetzt haben wir es, glaube ich, gleich. Noch so ein paar Gutscheine immer mit drin. Und dann ist hier noch so ein großer Umschlag. Den müssen wir einmal aufmachen. Und zwar ist das hier ein Bild von einer Monstera. Und dann hat man hier Saisonobst abgebildet, also in welchen Monaten gibt es den Apfel, die Aprikose, Erdbeere, Mirabelle, Rhabarber. Jetzt, ich backe nämlich am Wochenende einen Rhabarberkuchen, Zwetschgen und Stachelbeere. So sieht das Ganze aus. Das finde ich schon mal sehr geil. Und hier steht jetzt, hier ist mehr für dich drin, denn neben deinem zweiseitigen Kunstdruck Monstera und Saisonobst steht für dich das digitale Set Urban Jungle unter Authentica Studio/TrendRaider zum Download. Und da kann ich mir einen Tages- und Wochenplaner zum Selbstausdrucken oder digital befüllen herunterladen und mit dem fünfteiligen Wandposter-Set bekommt man das auch noch. Also passt auf. Hier sieht man, wie gesagt, diese zwei Planer-Tools und das hier sind die Poster. Die übrigens sehr süß aussehen. Und in diesem Shop, also das ist von authentica.studio und in dem Shop warten dann noch DIY-Kits, digitale und gedruckte Kunstwerke, Schmuck und Accessoires aus nachhaltigen Textilien. Und da bekommt man dann noch einen 5 € Gutschein bis zum 15.06. Oh, das muss ich mir nachher gleich angucken. Also diese Planersachen werde ich mir auf jeden Fall runterladen. Und es sieht super, super schön. Ich denke, das hänge ich mir in die Küche. Ich finde, das sieht so, so schön aus. Ich glaube, ich habe auch sogar noch einen passenden Rahmen zu Hause. Okay, wo fangen wir an? Wir fangen einfach irgendwo an. Und zwar von Biodo. Die Marke kenne ich auch schon. Und das hier sind so Cracker-Sachen. Das hier ist Reiserbse und das hier ist Mais-Hülsenfrüchte. Und die haben beide 50% weniger Fett. Knusprig, würzig, luftig, leicht. Wir kosten mal die Mais-Hülsenfrüchte. Oh, die sind wirklich auch super, super dünn. Ich hätte es gar nicht so salzig erwartet, aber ich mag das ja. Also die sind sehr gut. Das war jetzt Mais, Hülsenfrüchte und jetzt mal noch Reiserbse. Die schmecken auch gut. Also sowas mag ich gerne und die Kinder zum Glück auch. Wartet.
Das schauen wir doch gleich einmal nach. Hier. Knusperecken. Ach, das sind Goodies, die es so dazu gab. Von Biodo sind die auf jeden Fall. Cool. Okay, dann machen wir mal mit was weiter. Von Rabenhorst gab es jetzt immer mal schon wieder was in der Box. Und das ist jetzt Orange Mango Kurkuma mit weißer Teeessenz. Das sind so Shots. Finde ich ganz geil. Meistens sind die aber auch ein bisschen scharf. Wir trinken den halt mal. Nee, den kann ich nicht vor der Kamera trinken. Ich glaube, da brauche ich dann Wasser zum Nachspülen. Der riecht schon. Das Kurkuma ist halt sehr intensiv. Aber die sind schon immer sehr geil. Und jetzt lass mich mal kurz lesen. Genau, das ist ein Kurkuma-Shot, ein Frucht-Shot. Und der enthält weißen Tee, Mango, natürlichen Kurkuma und kostet 1,69 Euro von Rabenhorst. Und hier steht übrigens auch noch mal was über dieses Monsterer Poster. Das kostet normal in dem Shop 6,90 Euro. Okay, dann, hier war noch was. Wenn wir jetzt nach Kategorien gehen und gerade beim Essen sind, dann sind es hier von Plant-Based True Mints Sherry und Sugar-Free. Das ist so geil für die Handtasche, finde ich. Habe ich die nicht auch schon gesehen? Da oben. Die kosten 1,44 Euro von True Gum sind die. Die True Mints von True Gum. Für einen wohltuenden Frische-Kick. Zuckerfrei und nur mit natürlichen Aromen macht dieser süß-saure Leckerbissen mit Kirschgeschmack Lust auf mehr und ist dein perfekter Begleiter für deinen Trip durch den Urban Jungle. Dann hier. Da bin ich super gespannt drauf. Das ist Vitamin A. Das habe ich tatsächlich noch nie genommen. Das ist hochdosiertes Retinol. Das ist vegan. Hier sind 50 Milliliter drin. Das entspricht ungefähr 1700 Tropfen. Und man nimmt 3 Tropfen am Tag zu einer Mahlzeit halt dazu. Ist also ein Nahrungsergänzungsmittel natürlich. Maus, kannst du mal kurz warten, bitte? Dankeschön. Kannst du die Tür auch wieder schließen? Danke. So, und jetzt muss die drehen nämlich gerade auch Videos und machen Fotos da drüben. Ich kann nichts dafür. Auf jeden Fall hat man hier ein Trend-Goodie, Vitamin D3-Tropfen. Vitamin D3 nehme ich aber schon. Aber ich glaube, das ist halt quasi das Pendant. Also einige haben wahrscheinlich Vitamin D3 in der Box und ich habe Vitamin A in der Box. Und das ist von Grinsekatzen. Und auf jeden Fall, das Vitamin D3 steht hier, kostet 20 Euro. Also ist es hier wahrscheinlich ungefähr ähnlich. Dann, was war das? Ah ja, CBD-Öl gab es mal wieder. Wieder 5%iges, das ist jetzt von Hanfosan. Das ist dieses hier. Nee. Ich habe CBD-Öl. Es gibt aber auch, also es gibt dann halt manchmal einfach Unterschiede in den Boxen, CBD-Desinfektionsspray. Ich habe aber das CBD-Öl in meiner Box zum Beispiel. Dann, früher, wo ich sehr Jugendliche war, hatte meine Mutter mal so einen Aloe Vera-Trip. Und da haben wir das, also wir hatten halt Aloe Vera Gel zum Auftragen, aber die, also ich weiß, sie hat das auch getrunken. Und danach war das aber irgendwie nicht mehr Teil meines Lebens. Und jetzt bin ich sehr gespannt, weil hier ist Aloe Organic von OKF. A Better Way for Healthy Life Aloe Vera Drink. 500 Milliliter sind das. Ich weiß, das hatte nicht so mega geil geschmeckt damals. Aber heute weiß ich, nicht alles, was gesund ist, muss immer schmecken. Also der kostet 1,89 Euro, ist von Aloe Vera King. Es gibt wohl kaum jemanden, der nicht längst von den vielen positiven Eigenschaften der Aloe Vera gehört hat. Ich wollte übrigens auch immer mal eine in der Wohnung haben. Ich glaube aber, dass es mit den Katzen nicht so geht. Lalalala. So, dem aus den dicken Blättern gewonnenen Gel werden entzündungshemmende,
wundheilende und immunstimulierende Eigenschaften zugeschrieben. Der Aloe Vera Drink in Bioqualität aus deiner Maibox schmeckt also nicht nur herrlich erfrischend, sondern tut deinem Körper gleichzeitig auch etwas Gutes. Okay. Trinke ich das einfach so in einem? Gekühlt genießen auf jeden Fall. Okay, also kommt es dann erstmal in den Kühlschrank. Aber ich finde es super spannend, halt so viele neue Sachen auszuprobieren, die ich sonst halt einfach wahrscheinlich nie ausprobieren würde. Dann war dabei ein Deodorant von We Love, vegan, We Love the Planet, Lucious Lime. Und der, also pass auf, das sieht so aus. Mega. Und dann ist es hier so ein Stick. Voll schön. Ich finde das ja auch so optisch tatsächlich immer sehr ansprechend. Einmal schauen. Ah, hier. Deo Stick von We Love the Planet für 12,95 €. Genau, und die Verpackung ist aus 100% aus Pappkarton und damit absolut plastikfrei. Da ist enthalten Natron, Kokosöl und Shea Butter mit dem Duft von Limone, Mandarine und Bergamott. Spannend. Und dann gab es noch ein Showergel von Cosnature, Energy Shower Lime and Mint. Any Skin Type. Das finde ich, oh, das riecht bestimmt mega geil. Oh, oh, voll krass. Mm, das riecht so gut nach Limone. Mm. Das ist von Cosnature, kostet 1,79 €. Und das ist wirklich allein, also schon weil ich mich mit ätherischen Ölen beschäftige, weiß ich, dass allein diese Duftkombination wirklich die Energie sehr anregt. Und noch was aus dem Bereich Badezimmer ist dieser Conditioner. Ich finde, der sieht schon so hübsch aus. Und zwar von Maison. Was heißt die 8 auf Französisch? Huit? Maison Huit Pyro? Ich weiß nicht genau. Conditioner. Der kostet 8,90 €, ist von Cosmetico. So. Also auf jeden Fall ein regenerativer Conditioner. Trag die Spülung einfach nach dem Waschen auf das noch leicht feuchte Haar auf und lass sie etwa 3 Minuten einwirken. Schon nach dem Auswaschen machen sich die wertvollen Inhaltsstoffe wie Spirulina, Rosmarin und zahlreiche Fruchtextrakte bemerkbar und lassen deine Haare vor Kraft und Nährstoffen nur so strahlen. Bin ich sehr gespannt, das auszuprobieren. Und jetzt kommen wir, ich glaube, zu den 3 spannendsten Sachen, die hier drin waren. Oder optisch schönsten. Zum einen war hier dieses kleine Täschchen dabei. Beutelchen steht hier. Aus Blattleder ist das. Die Grundlage eines jeden Leaves ist das Blatt des Teakbaums. Es vereint Nachhaltigkeit, großartige Robustheit und geringes Gewicht. Vor allem aber ist jedes Blatt einzigartig und so ist auch dein Leaf einzigartig. Und die Marke heißt The Leaf. Da ist auch noch ein Gutschein dabei. Hat halt optisch was von Leder, aber ist halt aus einem Blatt. Ah, voll geil. Ich mag sowas total. Voll schön. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Kostet 14,95 €. Dann war drin, ich glaube, ich möchte dann gleich raus das ausprobieren, das hier. Und das ist Waboba Wingman Silikon Disc. Ist auf jeden Fall faltbar und fliegt wohl überall hin, Indoor und Outdoor. Überwindet Distanzen von ungefähr 40 Metern. Also wie eine Frisbee-Scheibe, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, ein Frisbee für 5,96 € von Waboba. Die bunten Scheiben aus langlebigem Silikon sind formbar, kinderleicht zu fangen und fliegen bis zu 40 Meter weit. Das ist halt wirklich praktisch, so bei großen normalen Plastik-Frisbees, die man so kennt, das tut manchmal weh, wenn man die fängt. Und da hat man vielleicht auch manchmal Schiss, die zu fangen und lässt die lieber fallen. Aber das hier ist wirklich tatsächlich super, super weich. Da hat man, glaube ich, das Problem tatsächlich nicht. Spielgoodie für mehr Abwechslung im städtischen Alltag oder auf der Grünwiese. Passt in jede Tasche und ist daher immer einsatzbereit. Das finde ich auch geil.
Ha, voll cool. Und dann waren drin, voll schön, passt auf, Kissenbezüge. Und zwar, also zwei Stück. Und hier unten, also auf der Rückseite, die Knopfleiste ist auch voll schön. Guckt mal. So, 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 so schön. Und die sind auch so ein bisschen derber. Und die passen gut optisch bei uns nach draußen. Die sind von Trendraider. Also es gibt ja immer in der Box auch ein Produkt von Trendraider. Und die kosten 18,95 €. Ein nachhaltiger Kissenbezug mit coolem Blätterprint. Dieser schicke Hingucker fürs Schlafzimmer oder für dein Sofa besteht aus Biobaumwolle und ist mit Knöpfen aus Kokosnüssen bestückt. Also das finde ich echt optisch super schön. Ich glaube, da muss ich morgen gleich los und passende Hüllen kaufen. Passendes Innenleben kaufen, nicht die passenden Hüllen. So schön. Das ist so ein, ich glaube nicht, dass das schwarz ist, sondern eher so ein ganz, ganz dunkles Grün. Genau. Und das war wieder die Trendraider Box im Mai. Also wie gesagt, ich bin jedes Mal von Neuem begeistert und nutze selbst 90% aller Produkte. Den Rest verschenke ich voll gerne. Mit meinem Code, den ihr unten in der Infobox dieses Videos findet, bekommt ihr 10% Rabatt auf eure erste Trendraider Box. Ich weiß das schon, also von zweien weiß ich es schon, dass die sich aufgrund meiner Videos auch eine bestellt haben und auch super happy und zufrieden sind. Und wir tauschen uns dann immer aus über die Produkte, die so drin waren und wer was hatte. Also die war wieder super, 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 super geil. Ich hoffe sehr, dass euch das Video wieder gefallen hat und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!